es schaffen. Ich muss. Ihr seid nun in Sicherheit. Dorothea? Dorothea? Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte, gebt uns einen Moment. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle, mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Ich kam ohne Genehmigung hierher, in der Hoffnung, meine Fehler wieder gut machen zu können. Einfach nur, Dorothea genügt also vollkommen. Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Ferelden's unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Orlais weg, und zwar schnell. Die Papiere, die Marjolaine Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem orlesianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen in einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Marjolaine meine Nähe gesucht hat. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder jung. Ich nehme an, ihr denkt, wir hätten jetzt ein gemeinsames Ziel. In meinem Berufsstand findet man gemeinsame Ziele auf einer deutlich höheren Ebene. Aber ich denke, wir wissen beide, dass es noch unerledigte Geschäfte gibt. Meine Papiere und eure Wünsche. Ich wünsche mir überhaupt nichts. Wenn man so tief verletzt wurde wie ihr, ist das äußerst unwahrscheinlich. Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist, wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Orlais? Und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Sketch? Danke fürs Rausholen, Liliana. Kein Markt für einen kleinen Helfer. Kein Markt? Dieser Rayleigh hätte mich nicht lange behalten. Da Marjolaine dich als Rebelsführerin hingestellt hat, wärst du an den Meistbietenden verkauft worden. Vielleicht sogar an die Kaiserin. Ich wünschte nur, ich hätte Tuck helfen können. Wir haben sich ihn als Ersten vorgenommen. Er hat Rayleighs Männer tagelang verspottet. Das hat sie wahnsinnig gemacht. Er hat sich für mich geopfert. Sie wollten mir die Hände abschlagen. Nur so könne man einem Magier trauen. Oh, Sketch. Ich bin so wütend, aber das können wir nicht wieder in Ordnung bringen.
Nein, wir können es nicht wieder in Ordnung bringen. Aber wir können für Gerechtigkeit sorgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was das bedeutet. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Silas, richtig? Ja. Ich musste bei euch bleiben. Ich hoffe, mir das Vertrauen der ehrwürdigen Mutter verdienen zu können. Ebenso wie das eure. Ich bin bereit, Jagd auf den Kommandanten zu machen. Und auf diese Marjolaine, die euch überlassen hat. Vielleicht will ich ja auch gar nichts damit zu tun haben. Aber was ist mit der Woche, die ihr in seinem Kerker verbracht habt? Was ist mit eurem Freund, den ihr verloren habt? Ich habe zwei Freunde verloren. Und ich weiß nicht einmal, welcher Verlust schwerer wiegt. Ich wollte nicht anmaßend sein. Bitte verzeiht. Ich habe also einen Verbrecher befreit? Ich habe gewildert. Und hätte die Auspeitschung als Strafe akzeptiert. Aber Rayleigh hält sich nur ungern mit lästigen Kleinigkeiten wie dem Gesetz des Königs auf. Ich war monatelang eingekerkert. Einzig und allein zu seiner persönlichen Unterhaltung. Wie lernt ein kleiner Verbrecher so gut mit der Klinge umzugehen? Ich war früher Soldat. Vermutlich war ich Rayleigh während des Krieges nicht ganz unähnlich. Ich bin allerdings froh, sagen zu können, dass ich jetzt nichts mehr mit ihm gemein habe. Ich schätze, Dorothea wartet auf mich. Ich folge euch, wohin auch immer ihr mich führt. Das bin ich euch schuldig. Und noch viel mehr. Unsere Herrin Andraste. Gesegnet sei die Prophetin, seine Tochter, die den heiligen Flammen geopfert immer wurde. Immer zu Diensten, sie ist wunderschön. Kleine, braucht ihr etwas, um euch vorzubereiten? Vor euch liegt ein schwieriger Weg. Lam? Wie? Nun ja, als Marjolaine die Karten auf den Tisch gelegt hat, bin ich untergetaucht. Ich hatte euch zwischenzeitlich schon fast aufgegeben. Es war jedoch kaum möglich, nichts von eurer Flucht mitzubekommen. Es gibt einfach zu viele Leute, die ihrer orlesianischen Teufelin dankbar sind. Also, braucht ihr etwas? Also gut, zeigt mir, was ihr habt. Bitte, junge Dame, verursacht keine weitere Unruhe. Arbeitet ihr in diesem Tempel? Ich widme mein Leben der Kirche, ja. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Was ich getan habe, tut mir leid. Ich wusste einfach nicht, wo ich war. Daran liegt es nicht, junge Dame. Woran liegt es dann? Bevor ich hierher kam, um unserer Herrin zu dienen, war ich wie ihr. Und das beunruhigt mich.
Ich brauche euer Mitgefühl nicht. Nein, bitte vergebt mir. Es ist nur... Mir fehlt die Ausbildung einer Mutter. Es ist schwer, jemanden leiden zu sehen, ohne zu wissen, wie man ihm helfen kann. Ich leide nicht. Das dachte ich auch, bevor ich zu Andraste gefunden habe. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet.